Sag du es mal. So ein Doofmann. Da hab ich schon irgendwas gesehen, Doofmann. Sag mir das. Hast du gesehen? Schön. Wer ist denn das? Hm? Doofmann? Zeig. Da am Schlauchbüro. Der am Schlauchbüro? Zeig ich dir mal. Ja, zeig der, mir der, mal. Der die 25.000 Lichtschalter gekauft hat. Okay. Ja, damals in Mematikurs reingekommen, wenn es passen dürfte, so ein Zügchen im Kopf zur Bank liegen. Ach, da, ach so. Ole, 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 geschafft. Sag's doch gleich. Was doof, mein. Und der Kirsch gesagt hat, wo er den gefragt hat, wieso magst du mich nicht, wieso bist du, weil du doof bist. Nein, das war nicht zu schaffen. Das ist, da ist doch ein bisschen Leiter dran. Ja. Aber ich bin dann ja in die Leiter gesprungen. Boah, ich geh auf den Keks, ich überspring das jetzt hier irgendwie. Ach, nee, Uwe, das schaffst du schon. Ich überspring's ja, hab ich ja gemeint. Katsching! Was ist denn das? Danke für die. Oh! Der Level 50 hier. Komm da hin, musst du. Das lenkt mich ab. Scheiße! Dorthin! Jetzt dorthin! Jetzt dorthin! Und jetzt dort an die Leiter ran. Du musst direkt an die Leiter ran springen. Aber oh, springen. Ja, leg mich doch am Arsch. Dorthin. 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 Die Schnauze. Und jetzt dorthin, an die Leiter ran. Nein. Das schaffst du schon. Das sieht gut aus. Dorthin. 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 Und ein Sprung macht das mittlerweile schon. Ist aber übermütig geworden. So viel Erfahrung, wie hier jetzt rumliegt. Wie? Ach nee, dorthin. Nein. Oh, bei mir hinkst du schon. Hm. Bei dir, aber nicht bei mir, dass mein Rechner zu langsam. Was war denn das jetzt? Ich wollte Anlauf nehmen und extra weiten, der ups. Nein. Ui, unten sieht's ja ganz schön aus. Mhm. Auf wenn du oben runterfällst. Ja, weil du dir helfen, viel Erfahrungsflächen daneben wirst. Und weil du oben runterfällst. Sammelt sich nicht an den Stellen, wo du runterfällst. Ja, schon wieder. Ach, kann mich das. Oh, das geht mir auf den Keks, hab kein. Ja, dann gib's auf. Ein Versuch noch jetzt, ja. Scheiße. Dann zieh deine Rüstung an und spring runter wieder, wenn du aufgibst. Und dann einfach durchs Wasser springen. Durchs Wasser springen? Ja, durchs Wasser springen. Jetzt geh ganz runter, du kannst unten auf den Knopf drücken. Was? Du kannst auf diesen Knopf da unten drücken. Wo ich unten war oder was? Ja, da ist dieser Knopf dran, den habe ich rangemacht. Pack. Was mich doch. Ist hier der Knopf?
Seegegner, war hier. Danke. Checkpoint. Jetzt muss ich halt die Rücken springen, ja? Also ich bin jetzt eh einen Schwung durch. Ich ne. Man taucht da wegen ganz tief ein hier hin. Das hast du recht. Hey, kommt mal, hey, was ist denn das jetzt? So schlecht. Ich habe jetzt einen Weg durchgefunden, aber das sind noch mehr solche Butcheninseln oder solche Butchenwolken. Ja. Ich habe schon nicht ganz verstanden, was für welche oder welche für was da ist. Okay. Das ist so schon eine. Weil was soll man denn in den Crafting Table da hinten eigentlich? Muss ja irgendwas craften, ne? Ja, aber aus was denn? Vielleicht ein Bett aus Wolle und Holz. Ein Bett aus Wolle und Holz? Keine Ahnung. Wo willst du hier Wolle herkriegen? Ich weiß noch, ohne schöne Schäfchen. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. So, wir beenden die Aufnahme erstmal, machen es zum späteren Zeitpunkt. Jetzt da drüben ist eine Kiste. Hast du mich gehört? Ja, warte, 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 ich will noch gucken, wie ich zu der Kiste hinkomme. Die Kiste hinkommen. Drüben ist eine Kiste, ah ja, genau. Scheiße. Untergefallen? Ja, aber ich weiß, wie ich hinkomme. Schwung. Genau. Niemals anhalten. Außer mal wenn die Leiter, da muss man mal anhalten. Bist du durch? Nein, natürlich nicht. Du warst doch gerade so weit. Nee. Jetzt ins Bett. Du bist recht enttäuschend. Hm. Ups. Gutes Gefühl hier dabei. Das gibt's doch nicht! Ich schaff den Sprung daran, ne? Und die Butsche leider. Oh, das kenne ich. In der Kiste wird bestimmt irgendwas drin sein, was du an dem Crafting Table dann zusammenbauen musst. Och, nö! Was denn? Nur gefallen. Ich würde sagen, wir probieren es in der nächsten Aufnahme nochmal. Ich will nur kurz wissen, was in der Kiste drin ist, ob es überhaupt lohnt, da hinzukommen. Also ich glaube, so eine Wolkenwelt werde ich auf unserer normalen Welt jetzt auch bauen. Das gefällt mir irgendwie hier. Baust du mit? Ja, kann man machen. Das klingt... Ich könnte doch nicht das Himmelsbiom, bitte. Was? Genau, das ist das Budget Himmels- oder Wolkenbiom und wie es. Ja, das ist nicht ganz Himmels- und Wolkenbiom, das ist was anderes. Was? Das hast du, da hast du einfach nur höhere Biome. Da geht, so. Geht halt das fast nur riesige Berge, die bis in Höhe 200 gehen. Das finde ich gleich. Also ungefähr so hoch, wie wir gerade sind. Jeder Berg. Hat man dann auch auf die Berge oben Schnee oder was? Das ist durch verschiedene hier. Bei dem nicht. In ganz normalen Welten ist ab Höhe 95 jetzt immer Schnee. Egal welches Biom das ist. Also kann nur in der Wüste um. Ne, das geht nicht, weil das halt falsche Klimazone ist. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall weiter. Genau, wir sehen uns also hier in der nächsten Aufnahme wieder. Ich esse jetzt noch einen Fisch.
Dann würde man sagen, bis dann. Kommt nicht vom rechten Weg ab, ne? Bleibt ein Troll. Hab mich zu schlagen. Junge! Oh! Bist du wieder hier? Das ist ja frech. Ich wollte dich eigentlich runterhauen. Ja, jetzt hauen wir auf, ja. Jetzt hauen wir auf. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. So eine Frechheit. Ja. Da freut er sich, der Kleine. Gut, wir sehen uns also in der nächsten Aufnahme wieder. Jo. Bis denn, tschüss. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft Adventure Map. Hier auf der Welt die vier Schlüsselsteine. Mit mir und Uwe, wir spielen das. Daniel guckt heute zu. Was machen die Druckplatten hier? Weiß ich nicht. Geht's hier um Erfahrung? Oh, ich hab gehört, was die machen. Geht's hier um Erfahrung? Das hier machen die, Uwe. Leute, hier sind 1000 Viecher. Das machen die. Der bekämpft ihn, der rennt doch einfach weiter. Ja, hier ist ein Spawner. Ja, hau ab. Scheiße, wir müssen die wieder bekämpfen, sonst kommen wir die Treppe wieder nicht hoch. Die überwetzen nur. Die scheiß Wolken brennen ab. Ja, dann. Das ist ein Kampf gegen die Zeit, Junge. Warte mal, ich hab doch noch einen Bogen. Leckt. Bei mir leckt nix. Ich treffe die nämlich mit meinem Bogen. Steh in Flammen. Du stehst in Flammen, wie hast du das gemacht? Na wie, wo, wenn sie überall brennt? Treppe ist ausgefahren. Das ist natürlich die besten. Was die ist. Kannst du einfach hier so ranspringen. Zack, tot. Gucken wir doch mal weiter. Ist bestimmt hier sofort Ende jetzt schon. Das war lustig. Jeder in jeweils eine Richtung. Einer links ums Gebäude und einer rechts. Uwe, gehst du links, ich geh rechts. Du gehst rechts, okay. Hm. Rechts. Ich muss noch trennen hier, nee. Oha. Jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt kommt. In den Raum rein, oben. Bist du rein? Jo, bin drin. Was sind da bei dir? Haufen Hebel. Toll, ich hab gar keine Hebel. Hä? Was ist denn jetzt ausgefahren? Passiert irgendwas bei dir? Warum kann ich hier dort, hin? Dort, wo du ganz viele nichts hast, hat du Uwe überall Hebel. Nick. Dann Uwe. Ah, jetzt ist was ausgefahren. Jetzt ist nur die Frage, was muss jetzt ausfahren? Wann muss es ausfahren? Ich muss hier hoch. Dann muss. Oh Gott. Was ist das hier? Null? Dreieck? Bogen. Uwe, lass mal auch alle Hebel ausfahren. Sehen, was passiert. Ich würde mich auf so einen Goldblock draufstellen. Ja, aber das bringt doch nichts. Drückst du, Uwe? Das sind die Agenten, die ausfahren. Stimmt, da drückt nichts. Uwe. Was denn? Drück mal alles. Ach, da ist dabei. Drüber alles zu betätigen, ja. Also die Agenten sind ausgefahren. Das ist immer so ein scheiß Rätsel. Das haben wir das letzte Mal. Oh, jetzt ist hier was ausgefahren. Sag bloß, dürfen nur gerade die an sein, die... Die Frau ist auch von wo nach... Das ist ja lustig, ja. Von wo nach wo muss ich den... Wenn ich hier hoch muss... Ach nee, ich muss ja, kann ja hier drauf. Du brauchst einen Block. Uwe, wir brauchen bei dem runden Kreis die zwei rechten. Hä? Da, die ganz am Rand sind. Die haben alle aus. Ja. Okay. Denke ich jetzt zumindest. Dein oder mein rechts? Ne, die ganz am Rand halt. Die beim Kreis, sagt er. Beim Kreis ganz am Rand an der Wand. So, an der Wand. Also dein rechts. Kommt drauf an, von wo ich gucke.